zusammen. In der heutigen Produktvorstellung möchte ich euch unsere neue Mizuki-Rudenserie vorstellen, wie ihr hier schon sehen könnt vor mir. Neu ist an der Rudenserie, sie wurde neu überarbeitet, ein neuer Blank, neuer Aufbau, neues Design. Wir hatten vor einigen Jahren schon mal eine Mizuki-Rudenserie und da war die Nachfrage einfach sehr groß. Sie wurde dann für verschiedene andere Rudenserien ersetzt. Aber die Nachfrage der Händler bzw. von einigen anderen kam bei uns immer wieder an. Habt ihr noch die alte Mizuki-Rudenserie im Programm? Und daher haben wir auf Nachfrage von euch und von den Händlern, von euren Händlern, die Mizuki-Rudenserie wieder aufleben lassen. Super Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben 5 verschiedene Modelle und jeweils in 2 Längen, wobei die stärkste Rute dann die Mizuki DB Deadbait bzw. für schwere Köder nur in 2,70 Meter erhältlich ist. Die hat dann auch ein Wurfgewicht von 40 bis 80 Gramm. So, nun zu den Ruten vorneweg eins. Alle Ruten sind, wie ihr sehen könnt, mit einem hochwertigen Korkgriff ausgestattet. Der vordere Bereich ist dynamisch gehalten, sprich, wie ihr sehen könnt, einfach ideal und bequem, um den Finger während des Anglers aufzulegen und dadurch einfach einen guten Fischkontakt bzw. Köderkontakt und Köderführung zu haben. Der Rollenhalter, wie ihr sehen könnt, wird von unten geschraubt nach oben. Er ist lang gehalten und hier im Kork verarbeitet. Immer ausgestattet mit einer hochwertigen Endkappe. Und eine verschiedene Endkappe, welche mit einem leichten Gewicht versehen ist, um einfach die Balance zwischen Rute, wenn die Rolle montiert wurde, und dem vorderen Teil zu halten, damit die Rute einfach beim Angeln schön ausbalanciert ist bzw. bequem in der Hand liegt. Die Grifflänge wurde immer auf das entsprechende Modell sowie natürlich auf die Rutenlänge abgestimmt. Wie ihr schon sehen könnt, U-Style Hookkeeper. An alle Ruten ist auch wieder ein Hookkeeper verbaut. Ist einfach der Vorteil, ihr müsst nicht jedes Mal euren Köder abmontieren bzw. den Haken in den Kork reindrücken, wo dann auch der Kork wieder kaputt geht. Und auch nicht den Drilling oder Einzelhaken hier eben in der Ringeinlage befestigen, wo auch wieder die Ringeinlage kaputt bzw. verkratzen kann. Daher den Köder bzw. den Drillinghaken oder auch einfach nur den Wirbel, wenn er Stahlverfach dran lässt, immer im Hookkeeper einhängen. Daher wurde auch dieser bei alle Ruten verbaut. Zu den Ringen, die unteren 2 Ringe, wie ihr sehen könnt, sind immer 3 Steckringe. Alle Ringe in einem edlen Ganzmoor-Cover mit einer hochwertigen Ringeinlage. Und im oberen Bereich dann immer 2 Steckringe, um einfach die Aktion bzw. das Gewicht der Rute so gering wie möglich zu halten. Nun zu den verschiedenen Modellen. Das erste Modell bzw. das leichteste ist die UL Ultra Light Rute mit einem Wurfgewicht von 0 bis 10 Gramm. Einfach ideal gedacht für das Angeln mit kleinen Spoons, Spinnern, auf Forelle, am Bach sowie natürlich auch für das leichte Dropshot-Angeln. Ein strafferes Rückgrat sowie dann einfach eine leichte und sehr sensible Spitzenaktion für eine gute Köderführung und auch einfach dem Anschlag bei leichten Ködern bzw. kleinen Ködern gut durchzubekommen. Das zweite Modell hat dann ein Wurfgewicht von 5 bis 20 Gramm. Das ist die Light-Version. Auch wieder gedacht für das schwerere Forellenangeln am Bach, am Fluss, bei größerer Strömung, sowie natürlich für das leichte Raubfischangeln mit kleinen Spinshakes, mit kleinen Spoons, mit kleinen Blinker oder mit kleinen Wobbler und so weiter, für das leichte Angeln auf Barsch, Forelle, eventuell auch Zander, je nachdem mit was für Köder ihr angelt, in welchem Gewässer, welche Strömung, was für Gewichte der Jigköpfe ist. Daher das Light-Modell, ideal für das leichte Raubfischangeln. Das nächste Modell ist dann die Medium Light, die ML-Version, mit einem Wurfgewicht von 10 bis 30 Gramm. Hier die klassische Raubfischrute für die leichten Köder, leichte Gummifische mit leichten Jigköpfe. Ideale Zanderrute, wieder ein sehr straffes Rückgrat mit einer gefühlvollen Spitze, dass ihr einfach auch den Köderkontakt habt, speziell beim Gummifischangeln, die Bisse merkt und sofort den Anschlag durch die weiche Spitze durchbringt und natürlich einen gefühlvollen und spaßigen Drill mit der Rute habt. Das nächste Modell ist die Medium Heavy mit einem Wurfgewicht von 20 bis 60 Gramm, sprich die klassische Raubfischrute für das schwerere Zanderangeln bzw. Hechtangeln, einfach mit schwereren Ködern 20 bis 60 Gramm, mit schönen Gummifische, mit größeren Wobblern oder auch bei einem größeren Blinker, 20, 30, 40 Gramm Blinker für weite Würfe. Einfach eine schwerere Raubfischrute mit einem noch strafferen Rückgrat und auch wieder einer gefühlvollen Spitze, jedoch nicht zu weich. Hier wurde dann auch wieder 31 Tonnen Carbon verbaut, um einfach auch das Gewicht dann durch die Härte des Blänkels wieder relativ gering zu halten. Wenn man hier mal ein Beispiel nimmt, wir nehmen die 2,40 Meter, 20 bis 60 Gramm Wurfgewicht in 2,40 Meter Länge, haben wir dann ein Gewicht von ca. 160
Entschuldigung, von 173 Gramm, also relativ leichte Rute, Raubfischrute, mit einem Wurfgewicht von 20 bis 60 Gramm, macht einfach Spaß, testet es mal aus, nehmt sie mal in die Hand und probiert es mal. Und nun zu dem härtesten Modell, nur erhältlich in der Länge 2,70 Meter, das ist die Mitsuki DB, Deadbait genannt, aber natürlich auch für das Angeln mit schweren Kunstköder gedacht. 40 bis 80 Gramm, ihr könnt sie nehmen klassisch mit Grundblei oder Pose, wenn ihr mit Deadbait bzw. mit Köderfische angelt, sowie auch für größere Gummifische 12 cm, 15 cm bis eventuell 20 cm, je nachdem was für ein Gewicht ihr da vorschaltet. Stärkere Rute fürs Raubfischangeln, für die dicke Pikes. Auch einfach mal in die Hand nehmen, testen, Gefühl dafür bekommen, bei eurem Händler nachfragen nach der Mitsuki Rudenserie. Guckt euch mal alle an, für jeden was dabei, vom leichten Forellenangeln über das Forellen- und Barschangeln, das klassische Zanderangeln zum Hechtangeln, beziehungsweise hin zum Angeln mit größeren Köder oder zum Deadbait-Angeln. Ich hoffe, ich konnte euch, das war jetzt relativ lang, aber ich habe es ausführlich vorgestellt. Ich hoffe, ich konnte euch die Mitsuki Rudenserie mal gut vorstellen. Wenn ihr weitere Infos wollt zu jedem einzelnen Blendgewicht, findet ihr bei uns auf der Homepage in unserem Katalog, sowie eure Händler können euch direkt informieren. Und jetzt im Anschluss seht ihr noch ein paar Detailbilds zu der neuen Rudenserie. Wir wünschen euch viel Spaß am Wasser, viel Spaß beim Angeln, immer dicke Fische und Petrihal.